Ganz kurz, wenn es um die Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern, egal auf welcher Ebene, auf kommunaler, auf Landesebene, selbst auf Bundesebene geht, kommen wir nicht aus, ohne sozusagen die Sicherheitslage einfach mal darzustellen und daraus ableiten zu können, wie es um den Schutz von politischen Verantwortungsträgern in unserem Land dann ganz konkret steht. Also insofern erlauben Sie mir kurz zur Einführung einfach zwei, drei Gedanken zur allgemeinen Staatsschutzlage. Für die Nicht-Polizisten hier in der Runde, Staatsschutz ist so eine Spezialdisziplin innerhalb der sächsischen Polizei, ist ungefähr 1% aller Straftaten, die im Freistaat Sachsen jedes Jahr registriert werden, gehören zum Thema polizeilicher Staatsschutz und fallen im weitesten Sinne dann in meine Verantwortung. Und insofern müssen wir jetzt kurz ein paar Dinge sozusagen erklären. Anfangen möchte ich natürlich mit der ganz allgemeinen Staatsschutzlage für den Freistaat Sachsen. Ich habe jetzt hier angedeutet 2019 bis 2022. Wir könnten das auch nach hinten in die Vergangenheit weiter verlängern. Und hier kann man im Grunde ableiten, dass wir bei in der Entwicklung der letzten Jahre leider feststellen mussten, dass aufgrund der politischen Situation im Land, von verschiedenen Einflussfaktoren, wir nennen sie selber immer so Zäsuren, die aus der Umwelt, aus dem politischen Raum etc. wirken, dass es dann immer zu einer sozusagen zu einem Ausschlag kam im Bereich Staatsschutz und auch zu einer Stärkung der, ich sag mal, politischen Ränder, und dem folgt dann am Ende auch immer die Entwicklung der Fallzahlen. In 2019 bis 2022, das waren Wahljahre, einmal Landtagswahl in Sachsen, dann Bundestagswahl, auch diese Großereignisse, die ja jetzt im Grunde wieder bei uns vor der Brust stehen, kann man gut ableiten, wie sozusagen die Lebenswirklichkeit am Ende oft die polizeiliche Lage durchschlägt und am Ende bei uns auch so eine Reaktion auslöst. Ganz besonders hier natürlich das Protestgeschehen in den Jahren 21, 22 gegen die Corona-Maßnahmen. Da kann man jetzt stehen, wie man will. Fakt ist, dass natürlich diese Maßnahmen wie so ein Katalysator gewirkt haben, schon in ein angespanntes Modell. Ich habe vorhin gesagt, Zäsurmodell, wenn Sie jetzt sagen, Sie können jetzt ganz weit zurückgehen, Euro-Rettung, Migrationskrise, egal was Sie nehmen, und dann setzte sich am Ende das Thema Corona-Maßnahmen hinten an und das wirkte nochmal wie so ein Katalysator auf die politische Lage im Freistaat, auf das Versammlungsgeschehen und am Ende auch ein Stück weit auf die Menschen und deren Vertrauen in den Staat und seine Amts- und Mandatsträger auf jeder Ebene, auch kommunaler Ebene. Wir müssen leider feststellen, dass es hier schon so eine Art Vertrauensverlust gegeben hat und dass ein gewisser Teil der Menschen in unserem Land da mehr oder weniger das Vertrauen verloren hat. Und das Problem an der Sache aus meiner ganz persönlichen Perspektive ist, Vertrauen ist relativ schnell zerstört, aber nur sehr mühsam wieder aufgebaut, sodass wir jetzt natürlich aus der politischen Perspektive vor einer relativ angespannten Lage stehen. Ansonsten, was natürlich eine Rolle spielt, ist diese auch vorangetriebene Zuspitzung innerhalb der gesellschaftlichen Diskussion so zwischen rechts und links, zwischen richtig und falsch, und die einen sind dagegen, die anderen sind Schwurbler. Also all dieses Thema, was im Grunde genommen im gesunden politischen Diskurs entgegensteht, all diese Dinge wirken sozusagen auf die Lage und am Ende natürlich auch auf ihre Sicherheit. Ansonsten noch die Sache, die auch eine Rolle spielt, ist ein bisschen, ich habe es jetzt hier mal genannt, Verlust der Deutungshoheit und Einflussmöglichkeiten klassischer Medien. Was will ich damit sagen? Wir befinden uns in einer Zeit, wo zunehmend Menschen sich sozusagen anders informieren, sich in sozusagen eigene Blasen begeben. Manchmal hat man den Eindruck, jeder ist in seiner eigenen Blase gefangen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die eben für ein Wahljahr schwierig ist, aber überhaupt für einen gesunden politischen Diskurs die Sache natürlich enorm erschwert. Die islamistische Bedrohungslage, sehen Sie mir es nach, das ist sozusagen aus der fachlichen Perspektive des Landeskriminalamtes ein Dauerthema, auch wenn es in der allgemeinen Wahrnehmung relativ kurz kommt. Das ist ein Thema, was
uns im Landeskriminalamt jeden Tag beschäftigt und natürlich jetzt durch die neuerliche Migrationswelle natürlich auch, ich sag mal, nicht zu vernachlässigen ist, was den Punkt Sicherheit gerade von öffentlichen Veranstaltungen etc. angeht. Das Letzte, was ich noch kurz erläutern will, was eben sozusagen Antreiber ist dieser politischen Lage, wir nennen es jetzt so Multikrisen 22, 23, ich habe es hier nur ein paar aufgeführt, Energiekrise, Inflation, Migration, Klimawandel, Krieg in der Ukraine, jetzt demnächst wahrscheinlich auch die Wirtschaftslage, all das sind Themen, die den politischen Diskurs in unserem Land bestimmen und die natürlich auch Menschen polarisiert und im Ergebnis natürlich auch auf die Sicherheitslage der politischen Verantwortungsträger wirkt. Das war die falsche Richtung. Wie sieht es jetzt mal rein trocken statistisch aus? Was kann man sehen? Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht eine Fallzahlenentwicklung der politisch motivierten Kriminalität, also 1% der Gesamtkriminalität im Freistaat. Die ganze Kurve sieht natürlich wesentlich besser aus. Da gehen die Straftaten zurück. Im Staatsschutzbereich nehmen sie leider zu. Und wenn Sie jetzt hier mal auf diesen 10-Jahres-Vergleich schauen, also 2011 bis 2022, können Sie sehen, dass wir hier, ich habe hier so eine rote Trendlinie eingebaut, leider eine konstante Zunahme in diesem Themenfeld haben. Also, dass die sozusagen die politischen Straftaten, politisch motivierten Straftaten permanent zunehmen und wir hier, ich weiß nicht, ob hier so ein Laserschwert drauf ist. Also wenn Sie jetzt ganz rechts schauen, dann 6.300 Fälle zu registrieren waren. Also ein absoluter Spitzenwert seit Anbeginn sozusagen der statistischen Zählung im Freistaat. Wieder falsch. Was sind die Antreiber dieser Zahlen? Das ist dieses Thema, was ich Ihnen jetzt schon eingangs versucht habe nahezubringen, das Thema sonstige politisch motivierte Kriminalität oder ehemals in unserer eigenen Fachsprache nicht zuordnenbar. Nicht zuordnenbar bedeutet, wir haben ganz klassische Phänomenbereiche, also rechts, links, Islamismus, ausländische Motivation und hatten dann immer noch über die Jahre so eine Art Auffangtatbestand nach dem Motto, wenn es nirgendwo speziell dazugehört, geht es sozusagen in diesen Auffangtatbestand, sonstige oder nicht zuordnenbar. Und da können Sie hier sehen, ja, das waren so über die Jahre 300, manchmal sogar noch 200 Fälle pro Jahr und dann zieht diese Zahl an. Und jetzt aktuell, also im Jahr 22, bei über 3000 Fällen. 3000 Fälle politisch motivierte Kriminalität, die nicht zu diesen klassischen Phänomenbereichen rechts-links gehört und dort der ganz große Antreiber, sozusagen alle Straftaten im Zusammenhang Vertrauensverlust gegen den Staat, gegen die Maßnahmen und Straftaten im Bereich Versammlungsgeschehen. Ich lerne es noch. Am Ende des Vortrags drücke ich in die richtige Richtung. Hier sehen Sie es nochmal sozusagen nach den einzelnen Phänomenbereichen. Sie finden hier die, wenn Sie jetzt mal von sich aus nach links schauen, ich habe hier leider keine Möglichkeit zu projizieren. Jetzt habe ich es ganz falsch gemacht. 2278 Fälle der politisch motivierten Kriminalität rechts. Also das ist klar, das ist im Freistaat Sachsen natürlich ein ganz großer Schwerpunkt. Die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus und demzufolge auch Schwerpunkt für uns als sächsische Polizei. Hier haben unsere Maßnahmen, man kann es sehen, durchaus Wirkung gezeigt. Hier gehen die Fallzahlen zurück und an dieser hellblauen Linie können Sie sehen, so dieses sonstige, also Vertrauensverlust gegen den Staat gerichteten Straftaten nimmt konstant zu. Jetzt nach unten, jetzt klappt es. Hier das nochmal grafisch ein Stück weit nach Regionen. Sofern hier Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei sind, kann ich auch dann gerne im Nachgang das im Detail auch kleiner projizieren, also sozusagen weiter reinzoomen. Aber man kann hier sehen, die großen Schwerpunkte natürlich im Freistaat Sachsen, die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz und die Polizeidirektion Görlitz und Zwickau ein Stück weit natürlich geringer quantitativ belastet. Allerdings, man kann auch hier in diesen Bereichen sehen, das ist hier die gelben, das sind die gelben Säulen, dass eben diese sonstige Kriminalität auch hier sozusagen in der Fläche angekommen ist.
Noch ein Wort zu den Gewaltdelikten. Das ist ja immer noch mal so ein besonderer Erschwernisfaktor bei politisch motivierter Kriminalität. Derartige Gewaltdelikte finden eine hohe Beachtung in der Gesellschaft, lösen dort natürlich starke Unsicherheiten aus und führen natürlich auch zu einer politischen und medialen Resonanz. Hier können Sie auch eine Entwicklung sehen. Sie haben wieder hier die ganz klassischen Phänomenbereiche, rechts und links. Hier ein Stück weit anders als die mediale Projektion auf Sachsen, die politisch motivierte Kriminalität links, das sind die hohen Balken, und rechts sozusagen sind die geringeren Zahlen. Hier haben wir in den letzten Jahren eine gute Situation erarbeitet, bei links sind wir noch dabei. Aber auch hier können Sie wieder diesen hellblauen Bereich sehen, also diesen Auffangtatbestand, diesen sonstigen PMK-Bezug. Dort nehmen die Straftaten insgesamt zu und die Gewaltdelikte in diesem Zusammenhang ziehen ebenfalls nach. Thema des Vortrages: Schutz von Amts- und Mandatsträgern. Wir führen natürlich dort eine sehr genaue Statistik. Wir haben da natürlich ein waches Auge drauf als Staatsschutz oder überhaupt als Polizei insgesamt und können das natürlich statistisch gut belegen. Ein Stück weit kann man hier an den Zahlen, das tut mir leid, das konnte ich jetzt nicht schicker darstellen, einfach mal auf der linken Seite nach was wir auswerten, also Amtsträger. Ist klar, was ein Amtsträger ist, Mandatsträger ebenfalls klar. Dann unten Parteirepräsentanten und Mitglieder, sofern uns das bekannt ist als Polizei. Parteigebäude und Einrichtungen, also Bürgerbüros, Landrats, all diese Objekte, die dort relevant sind. Und am Ende auch noch öffentliche Gebäude und Einrichtungen. Und hier können Sie sehen, 2021 die Fallzahlenentwicklung, also Mandatsträger, Amtsträger, hier wirklich. Und Parteimitglieder signifikant betroffen von Kriminalität. Und insofern war das für uns dann schon ein Signal, zusammen mit unserem Staatsministerium dort anzurucken und dort auch zu überlegen, wie wir dort polizeifachlich vorwärts gehen. Wenn Sie die Zahlen 22 sehen, wurde es auch höchste Eisenbahn, weil man kann sagen, der Fallzahlenentwicklung folgend eben auch die Betroffenheit, ganz besonders für politische Verantwortungsträger und derartige Liegenschaften, ist festzustellen und nimmt immer noch zu. Zusammenfassung zur Lage, erlauben Sie mir es sozusagen mal ganz kurz zu machen. Die Fallzahlen im Bereich politische Verantwortungsträger sind auf Vorjahresniveau, Klammer auf, ein Spitzenwert im Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Freistaat Sachsen. Im Bereich sonstige PMK sind die Fallzahlen weiter angestiegen und ich befürchte, dass es im Jahr 2023 auch keinen riesengroßen Abschwung geben wird in dem Bereich. Das ist leider jetzt schon absehbar. Straftaten gegen Amtsträger im Phänomenbereich sonstige PMK haben im Vergleich zu 2021 weiter zugenommen. Verantwortungsträger auf Bund- und Landesebene stehen als Angriffsziel besonders im Fokus. Also das ist ein Punkt, das ist sozusagen unser tägliches Erleben. Wir betreuen auch die Mitglieder der Staatsregierung, des Ministerpräsidenten. Und wenn ich jetzt eine kecke Bemerkung mache beim MP, sage ich, das Stammkundenrabatt, der ist derartig betroffen von solcher Kriminalität, dass man sagen muss, das ist besorgniserregend. Was ist das für Kriminalität? Das ist ja auch nochmal wichtig. Also hier ganz besonders so ehrverletzende Delikte, üble Nachrede, Verleumdung eben von Personen des politischen Lebens und Sachbeschädigungen sozusagen aller Art, vom Wahlkreisbüro übers Fahrzeug, was man sich denken kann, wird dort angegriffen, angespuckt, angeklebt, zerkratzt, was auch immer. Das ist dort, sagen wir mal, zu registrieren und ein Stück weit vielleicht noch dazu. Das Tatmittel für diese Kriminalität ist ganz mehrheitlich das Internet. Also die ganz großen Fallzahlen dort in diesem Bereich werden aus dem Tatmittel Internet sozusagen generiert. Das bedeutet praktisch, dass die Täter oder die Täterinnen hier sich sozusagen des Internets bedienen, um dort derartige Straftaten zu begehen. Das ist ein Stück weit auch denklogisch. Herausforderungen, die jetzt sozusagen vor uns stehen, auch hier ganz kurz bloß. Die angespannte Lage habe ich vorhin schon so ein bisschen beschrieben, ich habe es hier mal mit Grundstimmung genannt, in Teilen der Bevölkerung. Besonderes Problem für die Polizei
sozusagen diesen politischen Wettstreit, diesen politischen Meinungsstreit, insbesondere im ländlichen Raum zu schützen. Es ist, denke ich, klar, dass wir die Masse von Kriminalität findet in den Ballungszentren statt und demzufolge ist auch die Masse der Polizeiressourcen dort angesiedelt. Und im ländlichen Raum ist es natürlich für uns jeden Tag eine Herausforderung, dort natürlich jederzeit sozusagen den Schutz zu generieren. Das aktive Monitoring von politischen Verantwortungsträgern als Mengenproblem, habe ich es genannt. An der Stelle einfach mal ganz großspurig die Zusage, wir als sächsische Polizei oder wir als Landeskriminalamt, wir können im Grunde jeden politischen Verantwortungsträger gut schützen. Wir können ihnen gewährleisten, dass sie ihre politische Arbeit ungestört ausüben. Aber wir müssen sozusagen sie auf den Schirm bekommen. Das ist ein Problem. Ich habe bei mir in meinem Bereich eine Liste, ich nenne sie immer die Positivliste. Das sind so die 500 wichtigsten politischen Verantwortungsträger und Amtsträger im Freistaat Sachsen enthalten, also vom Landtag angefangen, Staatsregierung, Justiz etc. Aber wenn Sie jetzt gucken, wie politische Willensbildung im Land erfolgt, dann ist ja sozusagen die Basis eine viel, viel größere. Wir haben alleine über 500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Freistaat und nach unten, wenn Sie dann Landräte nehmen, also Gemeinden, Städtetage, das geht natürlich dann quantitativ enorm auf. Und ich als Polizei tue mich natürlich schwer, oder ich als Staatsschutz tue mich schwer, dann jeden Einzelnen sozusagen in dem Monitoring jeden Tag zu überwachen. Also ich bin auf die Unterstützung oder ich bin darauf angewiesen, dass Sie sich melden, wenn im Grunde genommen Probleme, wenn Spannungen auftreten oder Sie auch nur Bedenken haben. Da kommen wir aber dann zum praktischen Teil noch dazu. Das ist einfach, Sie müssen sich das wie eine Pyramide vorstellen und das ist einfach, sagen wir, einschließlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen für uns sehr schwierig, alle Menschen gleichermaßen dort im Blick zu behalten. Hier die Betreuung von Neukandidierenden, ich habe mir mal geschrieben, unbekannten Personen, aus polizeilicher Sicht unbekannt. Also wenn sich sozusagen ein junger Mensch oder jemand im Nachwuchs entschließt oder bereit ist, politische Verantwortung zu tragen oder dort sich einzubringen, dann ist der sozusagen für uns erstmal unbekannt. Und demzufolge ist natürlich alle unsere Monitoring-Maßnahmen laufen dadurch dann zunächst ins Leere. Das ist eben unser Krux. Dann, was steht vor uns, was bewegt uns als Staatsschutz, insbesondere die Kommunalwahlen und die Wahl zum Europaparlament im Juni 2024 fallen auf einen Termin und natürlich ganz großes Thema die Landtagswahlen 2024 und der damit einhergehende Wahlkampf, die politische Auseinandersetzung von allen Parteien, von allen Lagern, was natürlich dann polizeilich gesehen ein Riesenschwerpunkt wird. Was tun wir, um sie zu schützen? Eigentlich im Grunde genommen gibt es natürlich keinen besonderen Schutz nur für Amts- und Mandatsträger. Wir sind natürlich bemüht, alle Menschen in dem Freistaat sozusagen mit einem guten Level an Sicherheit zu versorgen. Aber was tun wir sozusagen trotzdem konkret in Bezug auf diese politische Meinungsbildung? Wir betreiben natürlich, das denke ich, ist inzwischen allen klar, ein sehr aktives Monitoring im Bereich polizeilicher Staatsschutz. Wir haben da auch in den letzten Jahren sozusagen an technischer Kompetenz dazugewonnen, sodass wir in der Lage sind, im Bereich soziale Netze zumindest nach Schlagwörtern, nach Schlüsselwörtern oder noch nach Personen ganz systematisch zu suchen und die auch sozusagen wie auf so einem Radar im Grunde genommen täglich zu verfolgen und zu gucken, gibt es irgendwo dort punktuell sozusagen in der großen unendlichen Wolke sozusagen Ausschläge nach oben, dass wir sagen, hier müssen wir als Polizei besonders hingucken. Bedeutet, klingt jetzt gut, aber Ihnen ist klar, ne, bei der Unendlichkeit des Internets sind dem natürlich Grenzen gesetzt. Wir sind dort jeden Tag dabei, besser zu werden und uns weiterzuentwickeln. Aber ich habe es vorhin gesagt, wenn Menschen uns völlig unbekannt sind, die sozusagen neu ins Geschäft kommen, dann ist natürlich das Monitoring natürlich auch begrenzt. Offene und verdeckte Aufklärungsmaßnahmen, sehen Sie mir es nach, das ist polizeiliche Fachsprache, das tun wir jeden Tag mit Zivilkräften, mit uniformierten Kräften, sozusagen von den Polizeirevieren bis zum Landeskriminalamt mit unseren Ressourcen. Wir betreiben einen Informationsaustausch auf allen Ebenen. Das ist, denke ich, das Schlüsselwort übrigens, wenn es um den Schutz von Verantwortungsträgern geht, Informationsaustausch, einschließlich der Nachrichtendienste und auch der Bundesbehörden. Also
das, was wir im Freistaat, im Kleinen tun, läuft natürlich bei den Nachrichtendiensten, läuft natürlich in den Bundesbehörden. Die haben eine andere Zielgruppe, das sind dann die Bundestagsabgeordneten, aber im Grunde genommen hängt das schon irgendwo zusammen, die Parteienlandschaft, die Abgeordneten, die Repräsentanten, sodass wir dort in dem Informationsaustausch regelmäßig natürlich Informationen erhalten über sich herausbildende Schwerpunkte oder Handlungsfelder. Veranstaltungs- und Versammlungsschutz der Polizei ist klar, wenn es Veranstaltungen gibt, die in irgendeiner Weise sozusagen polizeiliche Relevanz entfalten, sind wir vor Ort, sind wir präsent und tun dort unseren Job im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages. Das ist in der Regel natürlich Gefahrenabwehr, manchmal auch Prävention, so wie heute, und dann, wenn es ganz schief gegangen ist, natürlich auch Strafverfolgung. Objektschutzmaßnahmen, denke ich, das ist selbsterklärend, und dann einschließlich Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, erwähnte ich bereits, und zu guter Letzt in ganz besonders problematischen Fällen oder in besonderen Gefahrensituationen bis zum Personenschutz. Wie kann man jetzt im Grunde genommen sozusagen dieses Thema Informationsfluss im Grunde in die Wege leiten? Ich wage jetzt mal die schlanke These: Wenn die Information in dem polizeilichen Raum irgendwie angekommen ist, egal wo, ob Sie den Bürgerpolizisten ansprechen, ob Sie den Streifenwagen anhalten, ob Sie sozusagen sich an Ihr Polizeirevier wenden oder am Ende im LKA vorsprechen oder eine E-Mail schicken, dann kommt das in der polizeilichen Welt an und dann wird das auch in einem relativ stabilen Modus sozusagen einer Bewertung, in einer Abarbeitung unterzogen. Und im Ergebnis dieses Prozesses kommen dann im Grunde angepasste Maßnahmen zum Ansatz. Das ist, klingt jetzt ein bisschen steif, aber im Grunde ist es tatsächlich so, egal was Sie, ob Sie eine Anzeige machen, ob Sie einen Brand melden oder ob Sie eben eine Bedrohungslage für sich als Mandatsträger oder Amtsträger melden, es wird sozusagen in diesem polizeilichen Prozess relativ stabil abgearbeitet und am Ende werden auch aus dieser Bewertung, aus dieser Lagebewertung Folgerungen und Bewertungen und dann auch Maßnahmen abgeleitet, die dann hoffentlich optimal passen. Und hier können Sie im Grunde genommen, also jeder Polizeibeamte, egal wo, wenn Sie was haben, wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an die Polizei, ob es direkt ans Landeskriminalamt ist oder eben an die 110 oder an den Bürgerpolizisten, ist fast egal. Wir müssen es bloß erstmal in unseren sozusagen Raum, in unseren Wahrnehmbarkeitsbereich bekommen. Ansonsten gibt es natürlich noch ganz spezielle Bereiche, die jetzt schon eine Weile arbeiten oder die gerade neu entstehen sind. Ich habe es ja aufgeführt. Wir haben neu eingerichtet im Landeskriminalamt die zentrale Ansprechstelle für Opfer extremistischer Bedrohung. Eine Vertreterin ist heute auch hier. Insofern, da kann man natürlich, wenn man Bedenken hat, zu sagen, ich mag jetzt nicht beim Revier anrufen oder ich mag jetzt nicht im LKA anrufen, kann man sich auch an diese Zentralstelle wenden. Da kann man sogar schlimmstenfalls anonym sich melden. Also all das ist möglich. Wir haben seit einiger Zeit eine Online-Wache für Hasskriminalität im Internet eingerichtet, die bei mir in meiner Abteilung angebunden ist und die, ich muss es leider sagen, jeden Tag an Dynamik gewinnt, also die Fallzahlen nehmen dazu, wird also die Online-Wache wird gut angenommen und funktioniert, denke ich, auch sehr stabil. Am Ende die Staatsschutzabteilung, das wäre also sozusagen mein Bereich, also auch dort können Sie sich hinwenden. Was gibt es für weitere Akteure? Das ist ja ganz wichtig, das ist aus meiner Perspektive als Polizei, muss man ja ehrlich sagen, es gibt in dem Bereich Schutz von Amts- und Mandatsträgern natürlich ganz viele weitere Player, die sozusagen sich dort verdient machen. Ne? Der erste heute natürlich die ASKOM, die uns eingeladen hat, der Landespräventionsrat ganz vorne dran, ist klar. Aber darüber hinaus natürlich noch ganz viele weitere Akteure, die Justiz hier stellvertretend, die Generalstaatsanwaltschaft mit der ZORA, auch hier sind Ressourcen eingerichtet worden als Ansprechpartner, die dann eben diese Informationen über eine Sicherheitsbedenken aufnehmen können und am Ende auch genauso in den Polizeiapparat hineinlenken können, wie wir das selber als Polizei auch gewährleisten. Das Sozialministerium mit dem Demokratiezentrum, auch ein Riesenplayer, denke ich, sind auch Vertreter heute hier, die dort natürlich mit ihrer Arbeit jeden Tag dort sozusagen auch versuchen, sozusagen dort zu wirken und natürlich dann auch wiederum
den guten informationsmäßigen Anbindungspunkt haben an die Polizei. Also wenn Sie, selbst wenn Sie im Demokratiezentrum so eine Störung oder so eine Gefahr melden, selbst das kommt dann gut bei uns an. Und zu guter Letzt ein Stück weit Expertennetzwerk und dann ganz als letzter Punkt diese Landschaft von NGOs und Beraternetzwerken. Auch das ist natürlich am Ende eine Möglichkeit, sich dort Gehör zu verschaffen. Ne? Wenn man sagt, ich mag jetzt nicht die Polizei anrufen, auch dort können Sie sich hinwenden. Und selbst dort habe ich ein gutes Zutrauen, dass die Information dann an die richtige Stelle in der sächsischen Polizei kommt. Wie läuft es praktisch dann ein Stück weit ab? Also ich habe ja jetzt schon mehrere Akteure genannt. Aus der Perspektive Polizei muss man sich das ein Stück weit so ein bisschen wie in Ebenen vorstellen. Wie gesagt, es ist manchmal auch ein Mengenproblem, was wir vor der Brust haben. Der erste Ansprechpartner für Sie ist natürlich sozusagen das örtlich zuständige Polizeirevier. Das, denke ich, ist naheliegend. Ne, wenn Sie politische Arbeit in Ihrem Bereich leisten, dann ist es, denke ich, ist man klug beraten, wenn man dann auch den Kontakt sucht zu dem Polizeirevier, wenn man sich dort vernetzt. Wir haben bei uns im Staatsschutz so das geflügelte Wort, Netzwerke bekämpft man nur mit Netzwerken. Das ist natürlich sozusagen aus unserer Perspektive, aber im Grunde anwendbar, wenn Sie sozusagen gegen oder mit Menschen sozusagen in Konflikt geraten, die inzwischen gut vernetzt sind, die eben in den Jahren der Konflikte oder der Zäsuren sich natürlich jetzt Instrumente geschaffen haben, wie man aktiviert wird, wie man Demoaufrufe macht, wie man sozusagen Flashmob organisiert, müssen sie natürlich auch mit Netzwerken antworten. Und da gehört es dazu, dass sie sich natürlich mit ihren unmittelbaren Ansprechpartnern vor Ort zusammenschließen, dass sie dort wissen, wer es wäre, dass der im Gegenzug sie kennt, der weiß, wo ihr Büro ist, der weiß, wie wir sie erreichen kann, dass wir dort einfach vorankommen in der Sache. Gefahrenabwehr und Strafverfolgung ist klar, das sind dort natürlich Standardaufgaben der Polizei. Die Entsprechung weiter oben, also die Ebene darüber, sind die Polizeidirektionen. Auch dort gibt es natürlich nochmal spezielle Bereiche, die sich dort verdient machen um den Schutz. Objektschutz, Einsatzführung in allen Facetten, was denkbar ist, vom Infostand, Wahltisch, Wahlkampf, Großveranstaltung, Großdemonstration und dann auch Spezialbereiche von Prävention und Opferschutz. Und unten das LKA sozusagen als ebenengleich mit den Polizeidirektionen. Wir haben eben so noch spezielle Bereiche. Ich habe hier nur die Abkürzungen, Fahndungs- und Aufklärungskonzept im polizeilichen Staatsschutz. Das ist das, was wir tun, wo wir eben sehr gezielt mit verdeckten Maßnahmen sozusagen politische Verantwortungsträger beobachten und einfach und analysieren, ob es dort sozusagen Sicherheitsrisiken oder Punkte gibt, wo es gefährlich wird. Das ist unser Job. Einsatz MEFG, auch hier, also eine zivile Komponente, die uns zur Verfügung steht, die wir auch kurzfristig für eine niedrigschwellige Maßnahme jederzeit einsetzen können. Also wo Sie sagen, wenn Sie ein Problem haben und das bis zu uns kommt, können wir auch sehr kurzfristig sozusagen tatsächlichen Schutz generieren. Und zu guter Letzt das Thema Personenschutz, was bei uns auch liegt. Das ist natürlich ein teures Produkt, ne? Da muss man sich vorstellen, das haben wir, das bieten wir an, das leisten wir auch insbesondere für die Staatsregierung, aber das sind natürlich dann einfach quantitativ uns Grenzen gesetzt. Wie gesagt, das Thema Information und Vernetzung ist das Entscheidende. Wir haben es bei uns im täglichen Tun, wo gucken wir hin? Werbung, Wahlwerbung, Aufrufe, Veröffentlichungen, im Grunde alles, was in den sozialen Medien läuft, Mitteilungen, Einträge, Aufrufe, all das verfolgen wir natürlich und analysieren es auch. Anmeldungen an die Versammlungsbehörden, von wem auch immer, von Ihnen oder die kommen am Ende zur Polizei, auch zu uns in den Staatsschutz, sodass wir dort gucken können. Mitteilungen an die jeweiligen Gemeinde über Wahlveranstaltungen, Infotische, was auch immer. Und dann am Ende auch als großes Thema alles, was die Auswertung anbelangt, also von dem Fallaufkommen im Staatsschutz über die normale Kriminalität. Dort wird natürlich aktiv Auswertung betrieben. Und das Ganze landet dann im Grunde bei der Polizei, jetzt müsste man sagen, in einem großen Topf an Informationen. Diese Informationen werden verarbeitet, bearbeitet. Daraus entsteht Wissen.
in der Analyse und aus diesem Wissen werden am Ende sozusagen Vorhersagen für die Zukunft, also Prognosen getroffen und aus diesem Analyseprozess werden entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Und diese Maßnahmen können im Grunde genommen dann polizeilich gesehen von der einfachen Kenntnisnahme nach dem Motto, ja, in Kolditz ist jetzt eine Infotischveranstaltung, wo wir sagen, ist in Ordnung, nehmen wir zur Kenntnis, in der Bewertung kein Problem, bis hin zum Großeinsatz, wenn in Leipzig mal wieder eine riesen Demo von links ist, wo dann polizeilich gesehen wirklich viele Ressourcen zum Einsatz kommen. Und dabei in diesem Analyseprozess wird dann immer im Grunde genommen rangezogen, Raum, Zeit, Ort, Teilnehmer, Störungspotenzial, sozusagen Erfahrungen aus den zurückliegenden ähnlichen Veranstaltungen, die Beteiligung von Amts- und Mandatsträgern, klar, selbsterklärend, bis hin zur Beteiligung von Schutzpersonen des Bundes oder des Landes, also sprich von der oberen Ebene der politischen Verantwortungsträger. Das wäre im Grunde genommen jetzt in genau 40 Minuten, ich habe es wirklich geschafft, in der Zeit zu bleiben, der Prozess, wie wir als Polizei Amts- und Mandatsträger, insbesondere kommunale Amts- und Mandatsträger, schützen und ihnen sozusagen eine ungestörte Arbeit ermöglichen wollen, können und tun. Und insofern bin ich am Ende meines Vortrages und stehe Ihnen für Ihre Fragen sozusagen zur Verfügung oder höre mir gerne Ihre Anmerkungen oder Ihre auch Anregungen mit an. Vielen Dank.